Wir haben überlegt, wie schaffen wir hier einen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Und dann bot sich diese Immobilie an, die wir hier hatten. Die war aber in einem sehr schlechten Zustand, drohte zusammenzufallen. Und dann haben wir von der Dorfgemeinschaft, von den Handwerkern überlegt, kann man das machen, kann man das nicht machen. Und alle waren der Meinung dann, okay, das ist zu schaffen, das kriegen wir hin. Alles, was Sie bei uns sehen, ist Ehrenamt. Auch der Laden wird ehrenamtlich geführt. Zu Stoßzeiten, so muss man sich hier schon anstellen.